Essen ist Leben. Darum geht es in der ARD-Themenwoche. Um gesundes Essen, um die Frage, wie in der Welt alle satt werden können. Oder auch um Produktion. Zum Glück leben wir hier im Münsterland in einer Region, in der gutes Essen ernst genommen wird. Und hier wird auch viel produziert. In Landwirtschaft, aber auch Lebensmittelindustrie. In unserer heutigen Lokalzeitgeschichte blicken wir zurück, wie vor gut 40 Jahren die Firma Suvelag aus Billerbeck den Trend erkannte, dass es schnell gehen muss mit der Zubereitung von Essen. Heute ganz normal, damals ein spektakuläres Rezept. Die Werbung mit der Oma, die im Kühlschrank Quarktorte backt, 1969 machte sie die Firma Suvelag in Billerbeck bundesweit bekannt. Die Fernsehzuschauer tauchten mit dem Spot ein in die noch neue Welt des Fastfood. Das Backen eines Käsekuchens soll nun für die Hausfrau zum Kinderspiel werden. Das Quarkpulver lässt sich mit Wasser in einer Minute anrühren. Wird auf den Kuchen gegossen, eine Stunde lang in den Kühlschrank gestellt und schon kann man die Torte anschneiden. Die Werbung wurde nach wenigen Monaten ausgezeichnet mit einem Bekanntheitsgrad von über 80%. Und dann sind wir ja erstickt, nicht? Wir konnten nachher nur noch 20% der Aufträge ausliefern. Wir mussten jeden Auftrag kontingentieren. Das war ein Riesenerfolg. Am Anfang dieses Erfolgs stand eine Hightech-Maschine, ein Apparat zur Gefriertrocknung. Obst, Gemüse oder eben Quark wurden darin tiefgekühlt und dann im Vakuum getrocknet. Lebensmittel konnten mit dem neuartigen Verfahren jahrelang haltbar gemacht werden. Und die Trockenmasse als Pulver oder in Stücken brauchte nur ein bisschen Wasser, damit wieder etwas Essbares daraus wurde. Möglicherweise ist das die Konserve der Zukunft. Unbegrenzt haltbar, mit allen natürlichen Vitaminen ausgestattet. Und federleicht. 1962 hatte der junge Wolfgang Suvelag den supermodernen Trockenapparat für das Billerbecker Familienunternehmen angeschafft. Bis dahin war bei Suvelag ausschließlich schnell verderbliches Milchpulver produziert worden. Ich habe damals so viel investiert wie mein Vater in 25 Jahren insgesamt vorher. Das war eine Investition von knapp so 2,5–3 Millionen Mark. Das war damals sehr viel Geld. Mit allen möglichen Lebensmitteln und Produkten ließ Suvelag experimentieren. Doch Anfang der 60er Jahre wollte noch kaum jemand seine gefriergetrockneten Milchgetränkepulver und Instantsuppen kaufen. Die ersten 2, 3 Jahre waren auch brutal hart. Da ging es also auf Messerschneide. Der Durchbruch, der kam dann erst in der zweiten Hälfte der 60er Jahre führte Nestle in Japan Nescafé Gold ein. Und nach wenigen Wochen riefen die mich an und sagten, Herr Suvelag, Sie haben doch so eine Anlage, können Sie uns nicht helfen? Wir haben das in Japan eingeführt und haben nicht mal genügend Kaffee, um Tokio zu versorgen. Das wird ein solches Fiasko, wir müssen dringend, brauchen wir größere Mengen. Und dadurch kamen wir dann ins Kaffeegeschäft. Zum löslichen Instant-Kaffee passte dann auch die mit Wasser angerührte Quarktorte perfekt. Ab Ende der 60er Jahre hatten Suvelags Fertigprodukte Massenerfolg. Sofort gab es auch Menschen, die das Schnelle und Einfache an diesen Produkten monierten. Zum Beispiel der Sprecher dieses Fernsehkommentars. Die Torte, weil bequem herzustellen, wird ihren Weg machen. Es wird der Marsch wohl unaufhaltsam sein, weil das Natürliche immer weiter zurückbleibt. Die Zeit für Einkauf und Essen stetig knapper wird. Suvelag fand aber auch dort Kundschaft, wo es auf Esskultur ohnehin nicht so ankam, auf dem Mond. Die Besatzungen mehrerer amerikanischer Apollo-Raketen wurden mit solcher Raumfahrtkost versorgt, für die das Billerbecker Unternehmen die getrockneten Zutaten lieferte. Vielleicht, wie die Mondfahrerei überhaupt, ein Vorgeschmack auf die Zukunft, auf die Nahrungsweise des Jahres 2000. Raumfahrtkost für alle, so weit kam es dann aber doch nicht. Suvelag entwickelte sich trotzdem zu Europas größtem Gefriertrockenwerk. Eigenmarken wie die Torte aus dem Kühlschrank sind aber längst Geschichte. Heute ist das Unternehmen ein reiner Zulieferer für die Kaffee- und Süßwarenindustrie.